Visual Help ist wieder unterwegs an den verschiedenen Plätzen unserer Stadt hier in Manila. Dieses Mal sind wir in Navotas, der wiederum viele, viele Menschen hat, die arm sind. Menschen, die einfach sich überhaupt keine medizinische Versorgung leisten können. Ein Teil unserer Organisation ist es ja, in solchen Bereichen aktiv zu werden, wo Menschen keine Möglichkeit haben, medizinisch versorgt zu werden. Wir haben jetzt wieder eine wunderbare Möglichkeit, mit verschiedenen Teams hier am Start zu sein. Wir haben Deutschland-Teams dabei, wieder ein kleines Team aus Kanada, 22 Ärzte sind vorbeigekommen aus Singapur, hier mit uns gemeinsam Medizin zu machen. Eine wirklich tolle Gemeinschaft. Super, dass Sie gekommen sind, hier mit uns gemeinsam Menschen zu helfen. Auch da sind wir dankbar, dass Jugend mit einer Mission mit uns am Start hier ist, die mit den Leuten Counseling machen, die mit den Leuten beten. Und wir möchten einfach Danke sagen zu den ganzen Sponsoren, die wir über die Jahre auch hier in Vision Health immer wieder haben, die das alles, was wir hier tun, möglich machen. All diese Dinge wollen wir hier den Menschen mit auf den Weg geben. Ich habe eine Zyste auf meiner linken Schulter. Es tut weh, wenn sie getroffen wird, während ich hebe Metalle. Der Arzt sagte mir während der Operation, bleib stark, halte einfach durch, weil sie sich bereits am Knochen befestigt hat. Jetzt fühlt es sich so gut an. Vielen Dank an Gott, weil er uns diese Gelegenheit gegeben hat, besonders für uns, die wir arm sind. Vielen Dank. Mir geht es gut. Ich fühle mich jetzt besser. Ich habe meinen Schlaganfall untersuchen lassen, in der Hoffnung, dass es vielleicht eine Chance gibt, wieder normal zu werden, weil ich immer noch arbeiten möchte wie früher. Ich arbeite am Fischhafen am Boulevard. Nach der Arbeit habe ich schon Essen und verdiene etwas Geld. Vielen Dank an die Ärzte für den Dienst und die Zeit, die sie uns gegeben haben. Möge Gott sie segnen. Mögen sie weiterhin vielen Menschen wie mir und anderen, die auch kämpfen und nichts haben, helfen. Medizinische Mission ist nicht nur medizinische Versorgung. Du bist ein Leuchtfeuer der Hoffnung, eine Quelle des Trostes und ein Symbol der Liebe für die Gemeinschaft. Begleite du uns auf der nächsten medizinischen Missionsreise und mache einen Unterschied für Menschen in Not. Vielen Dank.